Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Video wieder eingeschaltet habt. Heute ist wieder Hörspielzeit. Zeit für die Kakerlakenparty. Das heißt, ihr hört heute nichts Neues, sondern die ganzen Telefonate aus der vergangenen Woche nur eben zusammengefasst als Hörspiel ohne meine Kommentare. Ich wünsche euch viel Spaß und gute Unterhaltung sowie jede Menge Aufklärung mit diesen vielen kleinen Telefonaten. Manuel Puffelchen am Telefon. Wen kann ich denn behilflich sein? Hm? Hallo? Hallo. Schönen Tag, Manuela. Guten Tag. Yalla. Was? Yalla. Yalla. Kennst du Allah? Nein, ich kenne nicht Allah. Oh, das ist aber schade. Ja, das ist sehr schade für dich. Ja. Hast du lang gereist? Oder hast du keine Frau? Oder hast du keine Freundin irgendwo? Nee. Ich bin mit einem Mann verheiratet. Ich habe keine Frau. Ach so. Ja. Du hast einen Mann. Ja. Ach so. Also das ist sehr interessant. Ja, finde ich auch. Da hat einer gehustet im Hintergrund. Ich breite nicht Corona aus oder sowas. Ja, wir sind Corona. Ja. Ich bin Coronavirus. Ja, ich bin ein Coronavirus. Ja? Und ich werde dich verstecken. Oh je, oh nein. Ich bin niedlich. Ja. Und okay. Wie viele Leute habt ihr heute schon so beschissen? Manuela. Ja. Habt ihr heute schon viele Leute betrogen? Nein. Schade. Ich bin mir sicher, du bist ein Betrüger. Ja? Weil. Woher weißt denn du das? Ja, ich weiß von irgendwo. Ja. Draußen vom Walde komme ich her. Was? Draußen vom Walde komme ich her und es puffelt sehr. Weil ich bin Mr. Puffelchen. Ja. Ich weiß. Süß, oder? Ja, das ist sehr süß. Ja. Und auf jeden Fall. Und sonst so, wie ist bei euch das Wetter? Auch so warm? Nee. Wie hier in Deutschland? Was ist deine Muttersprache? Und meine Muttersprache. Wie heißt du normalerweise? Ich bin mir sicher, du bist nicht ein Manueller Puffel. Nee? Ja. Heißt doch Manuel und nicht Manuela. Manuela. Ich möchte Manuela sagen. Ja, ist ja okay. Ich dachte auch Betrüger. Ist ja auch nicht so schlimm. Ja. Ach ja. Das ist schon alles ganz schön lustig. Findest du nicht auch? Was? Ja, ist lustig. Das ist lustig. Du. Ja. Was machen wir heute noch Schönes? Ich weiß das nicht. Nee. Warum denn nicht? Muss man doch wissen. Ja. Spiel mal da im Hintergrund die Musik Gangster in Paradise. Ja, wir sind in Disco. Ja, wir tanzen jeden Tag. Ja, das weiß ich. Ja, komm schon. Habe ich schon mal gesehen auf einem Video, wie ihr da feiert. Wie? In welchem Hotel seid ihr denn gerade? Das interessiert dich nicht. So, interessiert mich ja. Ich würde ja gerne mal wissen. Vielleicht kann man das Hotel ja mal empfehlen. Aber wahrscheinlich, wenn ihr fertig seid mit Feiern, nicht mehr. Das kann alles sein. Mhm. Ja. Do you know you are a stupid man? Ja. Ja. No. Can you speak English? Nee. Why? Was? Wieso? Na, warum nicht? Ich kann halt kein... Warum? Warum kennst du kein Englisch? Englisch ist eine Muttersprache. Wenn du eine intelligente Person bist, warum sprichst du kein Englisch? Und was hat denn die Sprache mit der Intelligenz zu tun? Seit wann kann man das messen? Ich bin mir sicher, du hast ein Gehirn, um einen Menschen zu verarschen. Ja, genau. Ja? Richtig. Mhm. Und wie viele Sprachen kannst du? Ich kann also Deutsch, Englisch, Türkisch und Chinesisch. Aha. Dann sprech mal Chinesisch. Ja, das interessiert dich nicht. Du werdest mich nicht verstehen, ja? Okay. Und aus welchem Land kommst du? Aus Türkischland oder? Das interessiert dich nicht. Doch, ein bisschen schon. Die Zuschauer ja auch. Die wollen das gerne mal wissen, wo ihr so herkommt.
stand gestern in den Kommentaren. Ich sollte mal fragen, aus welchem Land du kommst. Also, das interessiert dich nicht, Manuela. Doch, also mich nicht, aber ein Zuschauer hat gefragt. Was? Ich sage, ein Zuschauer hat gefragt, aus welchem Land du kommst. Welcher Zuschauer? Zuschauer. Wer? Wer ist den? Ja, den Namen habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Ich habe gerade einen Waschlappen in der Hand, deswegen fasse ich jetzt nicht mein Handy an. Ja. Ich verstehe deine Situation. Ja. Ja? Okay, das ist schön. Bist du schizophren? Weiß ich nicht. Woran definiert oder wie definiert man denn schizophren? Schizophren? Man kann sich selbst also sprechen und manchmal die Person kann langweilig also fühlen und ja. Dieser Mann möchte manche Personen verarschen. Okay. Und das ist die Bedeutung von schizophren. Ach so, na dann. Ja. Dann kann das sein, ja. Kann ich also nicht ausschließen. Was möchtest du genau? Was ist deiner, also Ziel? Was ist dein Zweck? Was möchtest du von dieser Person, von dieser Plattform und so und so? Was ist dein Ziel? Kannst du mir das ein bisschen, also sagen, erzählen? Ich möchte das, also hören. Ja, Content. Warum hast du, Langeweile? Content. Ja, jede Menge Content. Weil viele Leute schlafen bei so dummem Gesabber gerne ein. Ich mit eingeschlossen, ich höre das ja auch beim Einschlafen. Oder neben der Arbeit, wenn die Arbeit sowieso furchtbar ist, dann kann man sich ja die Zeit ein bisschen erheitern, ja. Dann ist ja lustiger, wenn man wenigstens bei dem ganzen anderen Elend zuguckt, ne? Wenn man selber keine Lust mehr drauf hat, im Elend zu stecken, dann guckt man sich das Elend der anderen Leute an. So ist es halt. Aber das Positive ist, währenddessen man das Elend der anderen Menschen bei YouTube hört, kann man sich ja dann darüber Gedanken machen und andere Menschen davor schützen. Ne? Also lustig verpackt und doch ein Ziel. Du bist sehr intelligente Person, ja? Ich dachte nicht. Ja, ich dachte. Ja. Aber warum bin ich denn jetzt auf einmal intelligent? Ich dachte, ich bin nicht intelligent. Wo kommt denn jetzt die Intelligenz plötzlich her? Du kannst diese Antwort finden. Ich werde das nicht mehr sagen, ja? Auf otto.de. Okay. Ja, und wie lange arbeitest du dann schon? Das interessiert dich nicht. Na doch, die Zuschauer ja auch. Das nein. Bis zum Punkt, das erzählen die meisten immer nicht, wie lange die da schon arbeiten. Dabei wäre das doch tatsächlich mal immer lustig in Erfahrung zu bringen. Also, was heißt dieser Zuschauer? Ja. Was heißt dieser Zuschauer? Kannst du mir das sagen? Na, Zuschauer sind Leute, die dabei zugucken, was wir gerade machen. Also du bist arbeitslos, ja? Und du hast Langeweile, ja? Und du möchtest eine Person, um zu verarschen. Okay, ich bedanke mich für deine Zeit. Bis auf das mit dem Arbeitslos war schon richtig. Ja, du bist ein Arbeitslos, ja. Ja, was ist denn schlimm an arbeitslos? Geld. Erkläre mir das mal. Was ist denn schlimm an arbeitslos? Weil Rentner sind ja auch arbeitslos. Also außer die machen noch irgendwas. Ist ja heutzutage auch schlimm, dass die Rentner schon arbeiten gehen müssen, um irgendwie noch was zu fressen auf den Tisch zu kriegen. Das ist ja tatsächlich so ein Problem. Aber dann rufen ja da noch Leute an wie ihr und dann nehmt ihr ja den Rentnern das Geld auch noch weg. Das ist ja nicht so auf schön. Auf jeden Fall, okay, auf jeden Fall. Ja. Du bist ein nutzloser Mensch. Ja, das kann schon sein. Ja. Also okay. Muss ja auch nutzlose Menschen geben. Gibt ja auch nutzlose Esser, habe ich mir neulich sagen lassen bei Telekom. Nutzlose Esser nennt man das. Ja. Auf ich glaube, da haben wir einen gefunden. Ja. Okay, Manuela. Ja. Okay. Ich werde dieses Telefongespräch beenden. Okay. Oh, schade. Rufst du nachher nochmal an? Wie? Rufst du nachher nochmal an? Ja. Ich werde deine Nummer an die Polizei geben und die Behörde gehört unser alle Gespräch. Und Das ist nicht schlimm, das kannst du ja machen. Dann wissen sie gleich deine Adresse. Dann wissen sie, wen sie einsperren sollen. Ich hoffe, dass du kannst einen Job finden und warum? Ein bisschen.
bisschen Geld verdienen, okay? Ja, aber warum soll ich einen Job finden? Weil du bist ein seriöser Mensch. Ja, das ist doch Quatsch. Arbeiten gehen ist doch langweilig. Ja. Guck mal, da sitzt man doch den ganzen Tag nur rum. Wie viel Geld bekommst du? Okay, wie viel Geld bekommst du von dieser Job? Wie viel Geld? Wie viel bezahlt man für diesen Job? Kannst du mir das sagen? Für einen Betrüger. Ja, das ist sehr schwer. Wozu ist denn diese Information wichtig? Weil das ist sehr wichtig für meine Portfolio und für meine Job. Ach so. Ja? Möchtest du einen anständigen Job in einen anständigen Job wechseln? Das nein. Nee? Ich bin zufrieden von meiner Job. Okay. Ich bin sehr glücklich von dieser Job. Ja, das ist ja vom Prinzip her, ne, wenn es jetzt nicht so was Schlimmes wäre, dann ist es ja schön, wenn man zufrieden ist mit seinem Job. Dann hat man wenigstens keine schlechte Laune. Hast du eine Idee, was bedeutet also Disziplin oder Prinzip? Hast du eine Idee? Woher hast du das gelernt, Worten? Woher hast du das gelernt? Kannst du mir das sagen? Hast du eine Idee? Ja, was bedeutet Prinzip oder was bedeutet Disziplin oder so? Okay. Ich habe keine Zeit für dich, okay? Ich dachte, du wolltest noch eine Erklärung. Ja, schade für dich. Ja. Naja, Dankeschön. Aber du kannst ja auf jeden Fall wieder anrufen, war auf jeden Fall ganz nett. Ich habe keine Zeit für dich. Okay. Nur, aber nachher ja, dann wieder, ja? Ich möchte nicht mehr sagen. Wie? Nachher nochmal? Nein, auf keinen Fall. Ach, schade. Wir werden dich also niemals anrufen. Aber ich habe so viele Telefonnummern und so viele E-Mail-Adressen, das könnt ihr doch daran gar nicht festmachen. Und die IP-Adresse, die kann man ja in Deutschland auch wechseln, wenn man den Router neu startet. Oder ja, VPN du kannst wechselt. Das machen. Okay, du kannst das machen, ja? Genau. Dann hören wir uns vielleicht nochmal, ja? Nein, ich dachte das nicht, ja? Wir werden niemals später sprechen, ja? Schade. Aber ich trage mich noch ein paar Mal ein. Warum? Naja, vielleicht ist dann wer anders von dir nochmal dran da aus dem Callcenter. Kann man ja nochmal wen anders sprechen. Okay, du kannst das machen. Ja. Das ist eine freiwillige Situation. Du kannst das machen, kein Problem. Ja? Richtig. Kann ich nachher noch mit wen anders ein bisschen plauschen? Ja. Du kannst mit den anderen Leuten verarschen, aber bitte. Also triffst du nicht mit mir, okay? Naja, das wird sich dann zeigen, ob du wieder den Datensatz bekommst. Ja, okay, Manuela. Ja. Okay, na bis gut, dann. Bis später. Ja. Tschüssi, mein Mäuschen. Oh. Hasenpfötchen. Was? Ich sagte Hasenpfötchen. Puffelchen. Ja. Was hast du gesagt, Puffelchen? Puffelchen hat gesagt Hasenpfötchen. Hasenpfötchen. Ja. Ein Hasenpfötchen. Okay. Das war gute Musik noch damals. Ja. Ja. Okay. Gut. Auf Wiedersehen. Nee, wiederhören, wenn dann. Bei nein. Wem kann man sicher am Telefon nicht. Nein. Ich möchte das sagen. Das interessiert dich nicht. Ja, bye. Ja, tschüss. Dann bis nächstes Mal, mein Puppelchen. Meine Sahneschnitte. Oh. Mein Kerzenhalter. Schönen guten Tag. Ja, hallo, guten Tag. Ha? Ich würde gerne mit Knusprig sprechen. Mit Herrn Knusprig, meinen Sie? Ja, genau, mit Herr Knusprig. Ist am Apparathof. Es freut mich, Sie zu hören. Mein Name ist Herbert Dominik. Ja? Und ich rufe Sie an, weil Sie bei unserer Werbung angemeldet, beim Ultrofit. Ist das richtig? Oh, das weiß ich nicht, ob das richtig ist. Wann war denn das? Bitte? Wann war denn das? Es war 2 Tage vor. Ach, das kann sein, aber das ist ja nur schon ein bisschen her. Worum geht's denn da? Habe ich da was falsch gemacht? Sie haben also, weiß ich nicht, was haben Sie gemacht, aber ich habe von Sie eine Anmeldung. Deswegen, ich rufe Sie an. Es geht um der finanzielles Einmal.
Es geht über zusätzliches Einkommen, über Krypto. Wissen Sie das? Ja, also haben Sie mir jetzt gesagt, ja. Jetzt weiß ich das. Ja, ich habe Sie gesagt. Und hatten Sie schon einige Erfahrung in diesem Bereich, oder? Nee, gar nicht. Gar nicht hatten Sie Erfahrung? Nee, also bisher nicht, nee. Ich habe mich immer gedrückt. Nicht. Okay, ich kann... Gedrückt vor den Erfahrungen. Ah, bitte, einen Moment. Wissen Sie zufälligerweise, wie man eine Mikrowellentür aus der Verankerung rausbekommt, damit man da mal den Dreck dazwischen also, machen kann? Also, Herr Knusprig, wissen Sie? Also, ich kann Sie direkt mit Ihren Finanzberaterin verbinden, okay? Das können Sie, ja. Nur dann machen wir das so, ja. Ja, können Sie. Ja. Und wo ist jetzt der Finanzberater, der verbindet werden soll? Hallo? Nein, tut mir leid. Mein Finanzberater ist beschäftigt jetzt. Er kann mit Sie nicht sprechen. Und warum denn das? Weil wir so viele Kunden haben in ganz Europa. Knusprig. Sie verlieren sehr große Möglichkeiten. Mit uns mitarbeiten, verstehen Sie? Nee, warum verliere ich denn die Möglichkeit? Das habe ich nicht verstanden. Weil ich rufe Sie an, ja, um Sie diese Möglichkeit anbieten, mit uns mitarbeiten. Verstehen Sie das? Ja, aber warum soll ich denn verlieren? Ich habe Sie doch noch in der Leitung. Nein, Sie haben noch nicht verloren. Ich empfehle Sie, dann treffen Sie Entscheidung, ob Sie verlieren oder nicht, ja? Ach so. Also hatten Sie schon einige, Erfahrung im Finanzmarkt mit Krypto, mit Finanzen? Nee, damit nicht. Hatten Sie nicht echt? Nee. Und aus welchem Grund? Das ist ein sehr populäres Thema. Ja? Ach Gott, dachte ich wohl was verpasst. Ja, wissen Sie das, ja? Nee, woher denn? Also von Massenmedien, Massenmedien, das ist ein sehr populäres Thema. Was sind denn Massenmedien? Sie wissen nicht, was ist das Massenmedien? Ich weiß nicht, was Sie darunter verstehen, was Sie darunter meinen. Also im Massenmedien, dieses Thema ist sehr populär. Also wie kann man zusätzliches Einkommen erreichen? Wissen Sie, wie das machen? Nee, aber ich gucke ja auch kein Fernsehen. Oh, dann erzähle ich Sie das, wie das machen. Okay, ja. Möchten Sie das? Ja, na klar. Wenn ich da was alles klar. Hab. Also schaut, ja, bitte nichts verpassen, weil ich nicht so schnell für Sie sprechen werde, okay? Ja. Also schauen Sie, wir arbeiten in zwei verschiedenen Richtungen. Also manuell und automatisches System. Haben Sie darüber etwas gehört, oder? Nee. Haben Sie das nicht gehört? Oh. Nee. Also schauen Sie, manuell System. Bedeutet, dass Sie Ihren persönlichen Finanzberater haben werden und von ihm werden Sie erfahren, wie funktioniert Finanzmarkt, ja? Und wissen der arbeitet Sie, wie denn nur für mich und die anderen, denn, also der ist ja nur für mich da. Ja, dieses Finanzberater wird nur mit Sie arbeiten und er wird mit Sie immer Schritt beim Schritt gehen. Das ist gut. Das ist wichtig für Sie, ja, Ihren persönlichen Finanzberater haben. Ich meine, das ist sehr gut, ja? Ja. Auch von ihm werden Sie erfahren, wie gesagt, wie funktioniert Finanzmarkt, wie richtig zu handeln. Ja. Also, wenn Sie schon keine Erfahrung haben, Sie werden das wissen. Und mit welchen Möglichkeiten, also Instrumenten, Aktionen oder Kryptowährungen, ist es besser zu handeln? Mit welchen ist besser nicht zu machen? So kein alles Geld kann verlieren. Und mit anderen kann man Geld bekommen. Verstehen Sie, das ist sehr wichtig, weil in der Welt passieren sehr schlechte Dinge. Vielleicht haben Sie gehört von Nachrichten. Ich gucke ja keine Nachrichten. Sie gucken keine Nachrichten, aus welchem Grund? Na, weil es ja gruselig und meistens kommt ja da nur Kacke. Haben Sie Angst vor Nachrichten? Nee, Angst habe ich vor Nachrichten nicht, aber ich finde die albern und deswegen habe ich es gelassen, die zu gucken. Da kriegt man ja nur Angst, wenn man da den ganzen Blödsinn immer glaubt, was die da erzählen. Und was sind Sie von Beruf, Herr Knusprig? Von Beruf, da bin ich Tortenheber. Wer sind Sie? Von Beruf bin ich Tortenheber. Was das bedeutet? Ich habe noch nie gehört, das. Nee? Na, wenn Sie einen Kuchen gebacken haben
Und da ist ein Stück Kuchen auf dem Teller. Das muss man ja irgendwie hochkriegen. Und dafür brauchen sie einen Tortenheber. Okay. Okay. Also, und schauen Sie, auch zweites System haben wir automatisch, das System, wenn Sie keine Zeit haben. Haben Sie viel Freizeit oder nein? Ja, ja, sehr viel. Sehr viel Freizeit haben Sie? Ja, viel zu viel. Und wie verdienen Sie Geld, wenn Sie viel Zeit haben? Na, gar nicht. Sie haben gar nicht Geld? Nee, also keine Zeit, aber Geld. Keine Zeit, keine Geld. Und wie Sie leben? Wie ich lebe. Wofür leben Sie? Ja, wofür leben Sie? Für den Staat. Für den Staat. Also Sie bekommen diese Steuern, ja? Mhm. Die Menschen arbeiten und sie bekommen Steuern. Und wissen Sie, dass die Menschen werden nie immer arbeiten. Und die Steuern können kaputt sein. Und dazu brauchen sie Geld. Mhm. Genau. Deswegen habe ich Sie ja jetzt am Telefon. Und Sie werden diese Möglichkeit haben, zusätzliches Einkommen bekommen, ja? Ja, ja. Also persönlich für Sie, ich empfehle also Manualsystem, weil Sie, wie gesagt, Ihren persönlichen Finanzberater haben werden und Sie werden von Sie alles Gutes erfahren, ja? Mhm. Dann habe ich jetzt noch einen Leibeigenen mehr, das ist gut. Okay, und schauen Sie, dazu anfangen, brauchen Sie kleinen Startkapital. Vielleicht, ich denke, dass Sie dieses Geld haben, weil Deutschland finanziert Ihre Leben, ja? Ja. Also diese Startkapitale bestehen aus ganz einfachen Preisen. Also erstes Preis ist nur 250 Euro, das ist also nichts für Deutschland. 250 Euro gehe ich einmal in den Supermarkt und alles. Und brauche ich 300 Euro. 50 Euro ist mir zu klein. Ja, das stimmt. Ja. Und mit dieses Geld, also 250 Euro, werden Sie auf drei Plattformen arbeiten. Und können Sie pro Tag circa von 7 bis 14 Euro zu verdienen. Das ist gut, ja? Kann man doch mehr verdienen? Natürlich, auch gibt es 500 Startkapital. Mit diesem Startkapital kann man von 14 bis 24 Euro verdienen. Geht da nicht mehr? Und von 1000 Euro können Sie von 24 bis 48 Euro verdienen, wenn 1000 Sie angeben. Ja. Gute Möglichkeit, ja? Wer ist denn eigentlich derjenige, der Ihnen da immer alles vorsagt? Nein, ich bin allein im Raum, wie gesagt. Aha, weil da redet doch immer einer und sagt ihm das, was Sie vorsagen. Also, darunter über mich, also spielt Musik, weil also okay. Ich brauche auch ein bisschen Relax. Ja, und dieses macht Relax keine Anstrengungen. Ich mag Relax auch. Ja, Sie machen natürlich. Also Herr Knusprig, Großmich, mit welchem Betrag wollen Sie anfangen? Ja, weiß ich nicht. Also wenn Sie sagen, das machen wir so, dann machen wir das so, wie Sie das sagen. Dann können wir das machen. Also welchen Betrag? Also sind Sie bereit, Handelskonto zu eröffnen, ja? Ja, ja, natürlich. Klingt ja ganz seriös. Ja, und mit welchem Betrag? Na, nehmen wir das da, was Sie gesagt haben, damit die 200... 250 Euro möchten Sie anzufangen, ja? Ja, ja, nehmen wir das. Okay, also alles klar. Also Sie werden Ihren persönlichen Finanzberater haben. Okay. Und also zusammen jetzt, wir können für Sie Handelskonto zu eröffnen, ja? Kommt der denn auch nach Hause, der Finanzberater, wie die nette Dame von der Sparkasse? Also noch einmal bitte, ich habe schlecht gehört. Kommt denn der Finanzberater auch nach Hause, wie die nette Dame von der Sparkasse? Nein, Sie werden mit ihm nur also per E-Mail also sprechen und wenn Sie brauchen, er ruft Sie an und Sie besprechen alles, was Sie brauchen, in jedem Moment, wenn Sie wollen. Okay. Alles klar, dann sind Sie bereit, Handelskonto zu eröffnen. Auf los geht's los. Okay. Dann sagen Sie mir bitte, Ihre E-Mail-Adresse lautet gerald.hubschraube@mdccfan.de. Ja. Okay, alles klar. Und haben Sie einen deutschen Ausweis? Nee. Okay, also
sagen Sie mir bitte, ich habe Sie schon alle Daten per E-Mail geschickt. Okay. Haben Sie schon das alles erreicht? Oh, nee. Bekommt? Da habe ich nicht reingeguckt. Ja, gucken Sie bitte im Spam vielleicht. Beim Spam? Sollen Sie erreichen Sie. Kennst du den Spam? Im Spam, im E-Mail. Wissen Sie, Spam. Taste. Ich dachte den Spam. Na, Spam. S-P-A-M. Hm. Das ist ein schöner also Ordner, Sie? Der ist bei mir ganz bunt und farbig. Da ist immer viel drin. Also gucken Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse. Haben Sie geguckt? Ja, habe ich geguckt. Und was? Haben Sie erreicht schon? Wie, was meinen Sie? Soll ich Ihnen vorlesen, was da alles drin steht? Nein, also haben Sie alle meine Daten schon bekommen? Ach so, nee. Haben Sie noch nicht bekommen? Nee, ist noch nicht da. Also können Sie mir bitte Ihre E-Mail-Adresse wiederholen? Ja, gerald.hubschrauber@medcc.de. Okay, einen kurzen Augenblick. Ich schicke Sie also noch einmal, wenn Sie das erreichen, okay? Moment, ja, bitte. Da kann ich warten. Das können Sie machen, ja. Wenn Sie das schon können, dann können Sie das machen. Also, Moment, bitte. Ja, Sie machen das wirklich sehr gut. Also, schauen Sie, Herr Knusprig. Ich eröffne für Sie Handelskonto mit Ihrem persönlichen Login und Passwort. Das ist schön. Und Sie sind also noch einmal Herr Lorioris Knusprig. Ja, Knusper, Knäuschen, wer knabbert an meinem Häuschen? Okay, alles klar. Gut, also wie gesagt, ich eröffne für Sie Ihres Handelskonto mit persönlichem Login und Passwort. Ja? Ja, das ist gut. Ich schicke Sie dann alles und wir erstellen für Sie einen Codepasswort, dass wenn ich zum Beispiel ich Sie rufe, Sie sagen mir das, ich soll Sie das sagen, ob es richtig ist und dann wir danach arbeiten. Und Sie werden Ihren persönlichen Finanzberater haben. Wie gesagt, ja? Ja. Er ruft Sie auch an, um das Handelskonto zu aktivieren. Ja. Ja, einen Moment. Ich schicke Sie alles an wieder, okay? Sagen mir bitte, wenn Sie das erreicht haben, okay? Ja, da sage ich dann Bescheid. Okay, einen Moment bitte. Natürlich. Auch zwei, wenn es sein muss. Oder 43. Schon habe ich schon geschickt. Haben Sie schon erreicht? Oh bekommen? Je, da muss ich mal schnell gucken. Einen kleinen Moment bitte. Bitte gucken Sie es schnell. Mhm. Wo haben Sie das denn hingeschickt? Also ich habe Sie im E-Mail geschickt, in Ihre E-Mail-Adresse. Also in meiner E-Mail-Adresse ist nichts angekommen. Vielleicht haben Sie da einen Fehler gemacht. Na, vielleicht haben Sie mir schlechte E-Mail-Adresse gesagt. gerald.hubschrauber@mdssfang.de. Nee, die ist nicht schlecht. Die ist noch gültig. Die hat noch kein Verfallsdatum erreicht. Also haben Sie schon bekommen alles, ja? Was denn? Nein, ist nicht da Ihre E-Mail, das, was Sie schicken wollten. Das ist nicht bei mir eingegangen. Das müssen Sie nochmal irgendwie richtig versenden. Das haben Sie nicht richtig gemacht. Nicht angekommen. Und jetzt sprechen Sie. Ja. Herr Toffel, guten Tag. David Thiemann von der Six Trading Plattform am Telefon. Herr Toffel, wir hatten eine Werbekampagne für über die künstliche Intelligenz im Online-Trading-Bereich vor ein paar Tagen. Da haben Sie Telefonnummer sowie auch E-Mail eingegeben für mehr Infos. Und ich hoffe, ich störe Sie gerade nicht. Nö. Okay. Künstliche Intelligenz im Online-Trading. Haben Sie mal bis jetzt die Erfahrung gehabt, mit sowas zu arbeiten? Nee. Nicht. Und wissen Sie auch, was das eigentlich sein könnte? Nee. Okay. KI-Systeme oder künstliche Intelligenzsysteme sind Algorithmen, besser gesagt. Die können hochkomplexe Aufgaben in Echtzeit bearbeiten und ja eine entsprechende optimale Lösung generieren. Wir arbeiten mit KI-Systemen im Online-Trading-Bereich. Sie wissen, was Online-Trading ist. Man handelt da mit Währungen, mit Euro oder Dollar. Man handelt mit Rohstoffen wie Gold, Öl oder mit Aktien wie BMW oder Facebook oder was weiß ich jetzt. Es gibt hunderte davon. Und ja, wir arbeiten durch den, profitieren wir natürlich auch. Es gibt natürlich immer einen Rahmen, wo man genau weiß, wie viel man da profitiert. Mhm. Und ja, das ist eigentlich unsere Arbeit. Wir sind ein Brokerhaus,
falls Sie mal Erfahrung gehabt haben, mit Bankern zu arbeiten, die Anlagen anbieten. Sie wissen ja, deutsche Banken bieten ja Anlagen, wo man zum Beispiel jährlich oder monatlich eine Rendite auszahlen kann oder Dividenden auszahlen kann. Das Gleiche ist ja auch hier, nur dass das Ganze hier nicht versteckt gemacht wird wie bei den Banken, sondern das wird ganz offen bei der Plattform gemacht, auf ein Handelskonto. Da kann man die Handelspositionen sehen, wie viel wurde da investiert, auf was für eine Richtung, auf welche Aktie zum Beispiel oder auf welcher Währung. Also ist alles offen, legitim, man kann alles sehen. Wir handeln natürlich, man muss da kein Experte sein, dass man da denkt, oh, um das zu machen, muss ich jetzt ein Experte sein, oder was wahrscheinlich Infos haben, wie der Markt funktioniert, müssen Sie nicht. Langsam, schrittweise geben wir eine kleine Session, eine kleine Schulung ein, wo Sie hineingeführt werden. Und dann legen wir die Handelspositionen mit der Begründung an Sie natürlich. Und da kommen die Resultate. Täglich werden Positionen geöffnet und abgeschlossen. Ist interessant zu sehen, was manchmal der Euro macht, was auch die Aktien machen, was vielleicht Kryptowährungen machen oder wie man da bestens profitiert. Mhm. Meine Frage an Sie ist, was machen Sie denn beruflich? Tomatenwerfer. Tomatenwerfer ist jetzt was Neues. Seit wann gibt es denn so einen Job? Weiß ich nicht, seit wann es denn gibt. Aber ich muss Tomaten werfen und gucken, wie die Pelle so hält, ob die schön knackig ist. Und wenn es beim Aufklatschen schön knackt, dann sind sie gut. Okay, leichte Aufgabe. Ich nehme mal an, finanziell kommen Sie mit dem Geld da eigentlich nur klar, oder? Ja, da habe ich ungefähr 3.600 Euro netto. Netto, okay. Okay, ist nicht schlecht, gut. Natürlich, das ist ja eine Alternative. Man heißt ja nicht, man soll jetzt den Job aufgeben, wenn man mal sowas mitmacht. Nein, hierbei können Sie zeitlich, was weiß ich, wenn Sie mal Zeit haben, im Computer 5 Minuten anschauen, was die Positionen machen. Mehr brauchen Sie dann nicht, Ihre Zeit zu verschwenden. Sie können ruhig den Tag genießen, den Resttag, der von Ihrer Arbeit noch übrig geblieben ist. Und ja, ich bin der David Thiemertz. Ich bin 36 Jahre alt, ich mache das jetzt seit mehr als 20 Jahren. Wir sind ein Bookerhaus, wir sind mehr als 10 Mann stark. Wir verfolgen den Markt 24/7. Wir bieten Ihnen eine fantastische Möglichkeit, bei unserer Plattform mal anzuschauen, wie das Ganze funktioniert. Sie wissen, vielleicht haben Sie mal Filme gesehen oder vielleicht haben Sie davon jemanden gehört. Die Banken zum Beispiel, die verlangen immer ein Minimum-Investment von 20.000 oder 50.000 oder so hohe Beträge. Im Online-Trading-Bereich kann man die ganze Sache ganz, ganz klein starten. Mit 250 Euro beispielsweise. Das Beste dran ist, bei so einer Promotion, die wir jetzt anbieten, haben wir direkt 50% noch Willkommensbonus drauf. Haben auch 250 für den Anfang gemacht, kommt noch 50%. Das wäre dann 125, dann hätten wir einen Betrag von 375, mit dem wir starten. Mal genommen starten wir dem Paket von 250, dann haben wir 14 Tage Handelstage geplant. Das heißt, wir werden dann mit diesen 375 Euro handeln, jeden Tag mal 5 Euro, vielleicht 10 Euro verdienen und am Ende der 14 Tage hoffen wir, dass wir ungefähr in der Nähe von 800 bis 1000 Euro kommen. Für die Anfangsphase geben wir ein bisschen mehr Gas, da legen wir ein bisschen mehr von den Handelspositionen und da legen wir ein bisschen mehr von den Strategien ein. Und das können Sie sich anschauen. Nach 14 Tagen, wenn Sie wollen, zahlen Sie die Profite aus, lassen Sie nur die Investitionen rein, dass Sie mal ein bisschen was von dem Geld spüren und da kann man nochmal sich hinsetzen und sagen, okay, jetzt erstellen wir mal einen Plan, ich möchte so und so viel für die Zukunft verdienen, wie kriegen wir das hin? Und da geben wir einen bestmöglichen Vorschlag an Sie. Soweit konnten Sie mich verfolgen. Ich hoffe, ich habe Sie nicht voll gequatscht. Eigentlich mache ich das nicht immer so, aber bei denen, die keine Infos haben, möchte ich natürlich auch ganz korrekt die Situation erklären. Wie sieht es denn aus mit dem heutigen Tag? Was machen Sie gerade? Haben Sie irgendeinen Plan für heute? Ja, wir gehen nachher noch einkaufen und da müssen wir noch Sonnenmilch kaufen, ist ja schweineheiß und. Ja, also bei der Arbeit sind Sie heute nett. Nee, bei den Temperaturen kann man keine Tomaten werfen. Ah, okay.
Können Sie mal für mich kurz einen Computer anmachen oder einen Laptop oder ein Tablet, was Sie auch machen? Dann zeige ich Ihnen mal schnell unsere Plattform. Darf ich fragen, was für einen Jahrgang haben Sie? Welchen meinen Sie? Ja, den Jahrgang 1900. Was für ein Jahrgang? Wann sind Sie geboren? In welchem Jahr? 92. 92, okay. Sind Sie, benutzen Sie den Computer viel? Kennen Sie sich mit dem Computer aus? Nee. Weniger, ne? Hm. Okay. Gut, ich nehme mal an, Sie haben einen Laptop oder einen Computer? Ich habe einen Computer. Computer. Ist er bereits an? Hm. Okay, gehen Sie bitte mal bei Google. Ja. Und dann, ich buchstabiere es Ihnen. S wie Siegfried, I wie Ida, X wie Xavier, T wie Theodor, R wie Richard, A wie Anton, D wie Dora, Ida Nordpol Georg. Punkt net. Und dann auf Enter-Taste bitte. Okay, was sehen Sie jetzt davor? Eine geöffnete Seite. Eine geöffnete Seite. Ist sie schwarz im Hintergrund? Mhm. Ja, die ist auf Deutsch bei Ihnen? Ja. Oder auf Englisch? Auf Deutsch. Okay. Sie sehen das Six Trading, da sehen Sie Content. Da müssten Sie oben Content, Märkte, Plattformen, Ausbildungen. Mhm. Also Sie sehen. Ne? Und in der Mitte Ökonomie, Sorgfältigkeit. Umgang mit verfügbaren Ressourcen. Ja? So, das ist unsere Plattform. Scrollen Sie mal bitte kurz runter. Und dann? Genau, nach unten. Sehen Sie jetzt, platzieren Sie Ihre Positionen auf erstklassigen Handelsinstrumenten. Und da sehen Sie Devisen, Rohstoffe, Vorräte, Indizes und Kryptowährungen. Also, man startet dann immer klein. Also als erstes, wenn man zum Beispiel, also es gibt Investoren, die möchten schneller an die Profite rankommen und die gehen dann direkt an den zweiten oder dritten Projekten. Ja, und wenn man mit kleinen Investitionen anfängt, dann startet man immer mit Devisen. Wenn Sie mal auf Devisen klicken, können Sie mal bitte auf Devisen klicken. Wo steht denn da das Impressum? Impressum? Sehen Sie es? Sehen Sie es nicht? Nee, wo steht also, das? Impressum, also bei legal oder rechtlich, das müsste auf Deutsch rechtlich sein, da gibt es die Geschäftsbedingungen, da gibt es die Anti-Geldwäsche-Reihenlinie, Risikohinweis, Datenschutzbedingungen. Aber das ist ja nicht das Impressum. Nicht das Impressum, natürlich hat die Plattform von uns keine Impressum, weil wir sind eine internationale Plattform. Ah, also illegal. Nein, nicht illegal. Doch. Natürlich nicht illegal. Doch, alles doch. Andere als illegal. Ihr dürft nur Deutsch verkaufen, wenn dann deutsches Impressum drin ist. Nee. Im Online-Trading-Bereich ist es anders. Das sind Plattformen. Nee. Das hat ja nichts mit Online-Trading-Bereich zu tun. Das ist ja das Internetgesetz. Und wenn die Webseite aus dem Internet kommt, dann muss sie in Deutschland auch ein Impressum haben. Schauen Sie mal hier. Warten Sie mal. Da zeige ich Ihnen vielleicht, wo Sie... Eine Sekunde, ob es eine Antwort darüber gibt, weil die Plattform von uns hat ja auch die meistgestellten Fragen beantwortet. Vielleicht hat man hier eine Antwort über Ihre Frage. Also Sie sollen ja wissen, wir rufen Sie aus Österreich an. Wir sind eine internationale Plattform, das heißt, wir haben Kunden weltweit. Ja. Wir sind nicht bestimmt auf den Deutschen. Natürlich ist es vollkommen seriös, weil das ist eine Nummer, die wir natürlich von unseren Anbietern bekommen. Ja, aber mit einer Handynummer ruft ja keine Tradingbank an, das ist unseriös. Keine Tradingbank. Sie sollen ja wissen, die Banken, die in Deutschland sind, die rufen Sie ja nicht aus einer Handynummer an, aber Plattformen, internationale Plattformen, ja. Weil wir haben mit dem deutschen Staat nichts zu tun. Das ist eine ganz, ganz schlechte Ausrede. Kein Impressum. Keine Informationen über die Firma auf der eigenen Webseite. Mit einer Handynummer, die gespooft ist. Ich kann die nicht mal zurückrufen im Übrigen. Die Nummer ist gar nicht vorhanden. Doch. Nee, ich hab's ja gerade voll versucht. Die Nummer können Sie zurückrufen. Nee, ich hab's ja gerade versucht. Die müsste funktionieren. Ja, tut sie aber nicht. Es ist ja so, wir sind ein Brokerhaus. Die Nummer funktioniert nicht. Plattformen. Wollen wir es nochmal auf laut probieren? Ich kann es nochmal auf laut. Moment. Machen Sie es nochmal auf laut. Ich gebe die Handynummer hier ein.
015 290 4 9 2 9 3. So, und wenn wir die jetzt zurückrufen. Die ist besetzt. Das ist ja Quatsch. Das ist eine gespoofte Handynummer. Ihr seid illegal. Wenn Sie jetzt vielleicht nach einer halben Stunde es wieder versuchen, Nein. Alles andere außer illegal. Geleitet. Man kann das ja sehen, die existiert halt gar nicht, die Nummer. Die Nummer existiert doch. Die Nummer existiert doch. Wenn Sie jetzt nach einer halben Stunde. Sie sind ein Betrüger, Sie sind kriminell. Wenn Sie der Meinung weißt sind... Weißt du was, ich habe dich sowieso von Anfang an verarscht. Ich wollte eigentlich nur ein bisschen deine Zeit verplempern und gucken, was da für eine illegale Seite rauskommt. Kann ich gleich wieder melden. Vielen Dank. Okay, du Hunde. Guck mal, und jetzt hast du es bewiesen, dass du kriminell bist. Hundesohn, ich hätte dich fast verarscht. Ja, siehst du. Ich dachte, du bist dumm, aber ich nicht. Tut mir leid. Ich hab's versucht. Will jetzt mit dir ehrlich sein, ich hab's versucht. Du und bist warum? Wirklich schlau. Um Geld zu verdienen, mein Lieber. Na, aber doch nicht kriminell. Ich kann nicht, ich hab keine andere Möglichkeit. Ich meine, das ist doch klar, dass ihr die Kohle nachher behaltet und nichts damit macht. Ihr eröffnet, wenn der Kunde Glück hat, vielleicht noch ein Demokonto. Im schlechtesten Fall seid ihr einfach in 6-7 Wochen offline. Ja, nee, nicht direkt, also je nachdem, wie gut die Plattform aufgebaut ist. Also wenn Leute schlau so wie Sie sind, man kann direkt sehen, dass es Betrug ist, aber die dann nicht viel Erfahrung haben, die machen da halt mit. Man nimmt, wie viel man nehmen kann und ja, Geld ist vergessen. So war nicht die schöne Aber ich bin, ja, was soll ich dir sagen, mein Lieber? Viele machen das, wenn ich es nicht gemacht hätte, dann macht es jemand nach mir. Ich will auch damit aufhören. Wie viel verdient man denn da so im Monat? Aber wenn ich dir ehrlich sage, ich habe jetzt seit ein paar Monaten gar nichts verdient. Das ist so eine schlimme Sache. Kommt einer, der gibt ein paar Tausender, da bist du ein paar Monate gut. Dann hast du vielleicht Pech für ein Jahr. So läuft es. Ach so. Du bist ich jetzt doch was anderes suchen. Normal? Ich sage, da würde ich mir irgendwas anderes suchen, irgendwas Seriöses. Ich meine, sowieso gerade alles kacke, aber. Ich weiß nicht, alles Kacke, muss man ja nicht noch die Leute bescheißen, die nichts haben, weil ich denke mal, hauptsächlich werden ja nur Leute darauf reinfallen, die sowieso kein Geld haben und sich gar nicht mit Finanzmarkt beschäftigen sollten. Ich muss dir sagen, es kommt auf die Personalität, auf den Charakter von dem Typ am Telefon an. Die einen, die ziehen alle ab. Ich mache das nicht. Ich ziehe nur die ab, die Geld haben. Vielleicht, wenn er 100 hat, dann nehme ich 50 oder 60, wenn das der beste Fall wäre. Nicht so Kleingelder. Man startet ja immer klein, oder? Man kann ja nicht die meisten starten klein, ja. Die meisten waren halt 250 oder 100, habe ich halt auch schon. Guten Tag, meine kleine Honigschnecke. Hallo. Ja. Guten Morgen, spreche ich mit der Herr Popper Fick. Ja. Herr Popper, Hector Lages, mein Name bitte. Ich melde mich vom Beratungsunternehmen. Ich wollte ein paar Punkte über Kryptowährungen erläutern, über Investitionsmöglichkeiten auf dem Finanzmarkt. Ja, haben Sie etwas schon gehört oder ist es ganz neue Sache für Sie? Ist ganz neu. Nochmals bitte? Ist ganz neu. Ganz neu. Okay, Herr Popper, dann, wenn Sie frei 2 Minuten haben, ich werde ganz kurz erklären. Ja, zuerst, was Kryptowährung ist und also, welche Möglichkeiten haben Sie auf dem Finanzmarkt. Ja. Und ja, was machen wir als Beratungsfirma? Warum machen wir das und am Ende, was bieten wir zu Ihnen? Okay? Okay. Herr Popper, zuerst diese Kryptowährung, es ist eine digitale Zahlungsmittel, ja? Damit man kann etwas kaufen, verkaufen und tauschen und so weiter. Aber was ist Hauptsache? Sie können monatlich eine gute Einkommen bekommen von Ihrer Investierung auf dem Finanzmarkt, auf diesen Münzen. Vielleicht haben Sie Bitcoin gehört, ne? Nee, Bitcoin kann man doch nicht hören, den kann man nur sehen. Ja. Herr Popper, Bitcoin ist eine große Münze heutzutage auf dem Finanzmarkt, ja? Aber gucken Sie, vorne 10 Jahren, diese 1 Bitcoin gekostet haben nur 1 US-Dollar. Ja. Und stellen Sie sich vor, ja, als Beispiel, wann ich, Hector, gekauft vorne 10 Jahren diese 1 Bitcoin, jetzt ich werde schon mehr als 20.000 US-Dollar haben, ja. Das ist, der Prinzip ist ganz einfach, ne, billig kaufen, ein bisschen warten, teuer verkaufen. Aber
Kryptomarkt funktioniert so, ne? Außer Bitcoin, auf dem Finanzmarkt gibt es viele verschiedene Münzen. Mehr dann 5000. Mhm. Allgemein, das bedeutet 5000 Möglichkeiten, Geld zu verdienen, aber dafür, sie brauchen die genauen Zeitpunkt, zum Beispiel, wann sollen sie anfangen, ihre Investierung, mit welchen Münzen anfangen, wie lange halten, wann verkaufen, um natürlich damit Gewinn zu haben, ja? Mhm. Und diese Information, diese Unterstützung, sie bekommen von unserer Seite ganz kostenlos, ja? Wann wir sind eine Beratungsunternehmen, wir haben eine Expertenabteilung, wo arbeiten mehr als 200 Experten. Diese Fachleute jeden und ganzen Tag analysieren die ganzen Kryptomarkt, ja? Und wissen alle wichtigen Signale, Informationen und Tipps. Was brauchen Sie zu wissen, auf dem Finanzmarkt erfolgreich zu arbeiten, ja? Mhm. Herr Popper, allgemein, das alles können Sie selbst auch machen, aber dann Sie sollen jeden und ganzen Tag auf Ihrem Rechner setzen und diese ganzen Kryptomarkt analysieren, ja? Ja. Und ich denke mal, für einen Mann ist es sehr schwer. Deswegen arbeiten wir. Ja. So, ja, Herr Popper, ist das klar bis hier? Kann ich weiter? Mhm. Okay. So, Herr Popper, wie gesagt, auf dem Finanzmarkt gibt es viele verschiedene Münzen, ja? Gibt es Altcoin und Outcoins auch. Wissen Sie, was ist der Unterschied zwischen diesen zwei Coins? Zwischen Alt- und Neucoin? Na, die Zeit. Ja. Mhm. Gucken Sie, diese Altcoin sind schon alt auf dem Finanzmarkt. Und ja, derzeit, die haben schon ihr Zeitliches gesegnet, ja. Ja, diese Coin hat nicht so gut Preispotenzial, wie diese neues Altcoins hat, ja. Deswegen, wir arbeiten auf diesem neues Coin, welches frisches sind auf dem Finanzmarkt und welches derzeit sehr gut Preispotenzial hat. Ja. Das ist Hauptsache hier. Ja. Also, Herr Poppet, das ist nicht alles. Weil wenn Sie zum Beispiel Sie sich entscheiden, unsere Kunden zu bekommen und Ihre Investition bei uns zu empfangen, von unserer Seite, Sie bekommen Ihre persönliche Kontomanager oder Kontomanagerin, ja? Mhm. Diese Fachleute werden immer dabei, immer helfen Ihnen, auf dem Finanzmarkt Ihre Gewinn zu maximalisieren, so groß wie es ist möglich. Weil von diesem Moment, wenn Sie anfangen, Ihre Investition bei uns, wir werden gleiche Interesse haben, ja, so können wir sagen. Weil gewinnen Sie, gewinnen wir auch. Und gucken Sie, wo ist unser Interesse, ja? Ja. Zum Beispiel, also bis dann, ich möchte das sagen. Wenn Sie bekommen diese persönliche Kontomanager von unserer Seite, ich kann die Garantie auch geben, dass Sie bekommen ungefähr von 40-60% Gewinn von Ihrer Investition. Zum Beispiel, nehmen wir als Beispiel diese 250 Euro, ja, das ist mindestens der minimale Betrag, damit alles anfangen können, ja. Und gucken Sie, für ersten Monat Ihre Gewinn auf dem Finanzmarkt wird ungefähr 120-130 Euro. Nach dem ersten Monat insgesamt es wird schon 370 Euro werden. Ja. 250 plus 120, haben Sie verstanden, ja? Ja. Ja, und gucken Sie, Herr Popper, Ihre nächste Gewinne für zweite oder dritte Monaten wird schon berechnet von diesen 370 Euro, nicht von diesen 250. Das bedeutet, Ihre Gewinn wird immer hoch steigen. Und das ist unsere Hauptaufgabe auch. Weil, wenn zum Beispiel Sie sich entscheiden, Ihre Investierung bei uns zu beenden, zum Beispiel, wenn Sie werden nicht so zufrieden, wie haben Sie am Anfang gedacht, Sie können ganz einfach Ihre Investierung bei uns beenden, um dieses Geld zurückzubekommen. Ja. Bei uns wird auch bezahlt dann von 6-8%. Aber von Ihren Gewinnen, nicht von Ihrer Investierungssumme. Ja. Von diesen 120 Euro, verstehen Sie das, ja? Ja. Ja. Also, Herr Popper, ich möchte, dass es war klar für Sie, dass hier alles machen Sie selbst, ja? Sie kontrollieren Ihre Konto und niemand andere. Ja? Sie haben Zugang auf Ihrem Konto und niemand andere. Von unserer Seite, Sie bekommen nur diese Information, ja? Ja. Also, wann zum Beispiel Sie sich entscheiden, Ihre Investition zu beenden, es wird kein Problem, ne? Ja. Sie können ganz einfach Ihr Geld zurückbekommen. Ja. So, Herr Popper, entschuldigen Sie mich, ich habe zu viel gesprochen, wann Sie zum Beispiel etwas Frage haben, ne? Bitte, gerne. Ja, ne, Sie können noch ein bisschen was erzählen.
Ja, okay. Dann ich werde noch über Plattformen sprechen jetzt, okay? Ja. Wo arbeiten wir? Herr Popper, normalerweise wir arbeiten auf den offiziellen öffentlichen Plattformen, ja? Zum Beispiel wie es ist Binance, Dextrade, Moonpay, gibt es viele verschiedene, ja? Wo man ein Sicherkonto erstellen können, weiter sicher arbeiten können, ja? Weil Sicherheit ist die Priorität für unsere Firma und für unsere Kunden auch, ja? Ist das klar? Ja. Okay. Herr Popper, wenn zum Beispiel gerade Sie einen Internetzugang haben, ich kann das alles visuell auch zeigen, ja, wie es funktioniert. Wie haben Sie mir gesagt, Sie haben keine Erfahrung in diesem Bereich, ja? Ja. Okay, nur Kenntnisse, nur vielleicht haben Sie etwas gelesen im Internet. Ja. Sehr gut. Okay, Herr Popper, dann, wenn Sie gerade haben einen Internetzugang, ich werde diese Plattformen auch visuell zeigen und ich kann auch Ihnen helfen, Ihre erste Kryptokonto auf dem Finanzmarkt erfolgreich zu erstellen, ja? Wie ja. Leitender Berater, das ist meine Hauptaufgabe, ja? Wenn Sie ohne Erfahrung sind, keinen Fehler zu machen, ja? Ja. Okay. Haben Sie Internetzugang gerade? Ja. Sehr gut. Herr Popper, welches Gerät benutzen Sie? Ist das Handy oder Computer? Es ist ein Computer. Okay. MacBook oder PC? Windows? Das ist ein, das kann beides. Ah, Sie haben beides? Ja. Okay, dann Windows ist mehr leicht. Ja, kann man da besser okay. Reingucken als aber Windows. Wie bitte? Ja. Ja, aber bevor fangen wir an, ich möchte noch eine Sache erklären für Sie, ja? Ja. Herr Popper, normalerweise, wir benutzen eine Applikation, heißt AnyDesk, ja? Wissen Sie, was AnyDesk ist? Ja. Ja, das ist eine Software, damit können Sie Ihre Bildschirm freigeben, ja? Wann möchten Sie, wir können diese AnyDesk benutzen, aber wann möchten Sie nicht, das alles können wir blind auch machen. Es wird ein bisschen schwer, aber das ist absolut Ihre Entscheidung. Ja. Ja. Benutzen wir AnyDesk? Sind Sie schon lange blind? Wie bitte? Ja, Sie haben doch gesagt, Sie sind blind. Sind Sie schon lange blind? Ach so. Ja, diese alles blind zu machen, wird ein bisschen schwer und dauert ein bisschen mehr, ja? Mehr Zeit braucht das. Ja. Also für mich spielt es keine Rolle. Ja, für mich auch. Welcher ist das? Okay, dann machen wir mit AnyDesk, ja, es wird mir leicht. Ja. Für Sie und für mich auch. Hier nennt das Programm, ja. Okay. Haben Sie auf Ihrem Computer, ja? Ja, nee, also das, nee. Achso, noch nicht? Nee. Okay, Herr Popper, das ist Ihre E-Mail, popper4@gmail.com. Ist das ja, richtig? Ja. Okay. Dann, Herr Popper, jetzt Sie bekommen eine Nachricht per E-Mail von mir, ja. Einen Link von dieser Applikation, wovon können Sie ganz einfach herunterladen und installieren, ja? Ja. Okay. Wie haben Sie mir gesagt, Sie benutzen Windows, ja, Windows-Computer? Unter anderem. Und welcher ist das? 8, 10 oder? Nee, da habe ich gerade den 12 in der Beta-Version. Ach so, es ist ganz neue Windows. Ja. Alles klar, einen Moment bitte. Okay. Ja, habe ich schon als Geilbrei runtergeladen. Achso, Sie haben schon? Na, als Geilbrei habe ich auf Windows 12. Ja, es ist kein Problem. Ich werde den Link schicken. Ja. Ganz kurz bitte. Ja. Sabine mit dem Bett bei der Bärbel und der Bettina. So. Ja. Herr Popper, ich habe geschickt. Können Sie überprüfen? Entzückend. Ich gucke mal. Wo haben Sie das denn hingeschickt? Per E-Mail. Ach, per E-Mail, also. Ja. Diese, popper4@gmail.com. Nochmal? popper4@gmail.com. Ja. Unter diese E-Mail habe ich geschickt. Ja, die gibt's nicht mehr. Ja. Name ist von Hector, ja? Link von Hector. Ja. Aber die E-Mail gibt's ja nicht mehr. Haben Sie? Ist kaputt. Ach so, diese, ja, ja, ich habe eine Benachrichtigung bekommen jetzt, dass diese popper4@gmail.com funktioniert nicht mehr. Ja, genau. Da habe ich den Schlüssel verloren. Ach so. Ach so. Ja. Okay. Herr Popper, vielleicht draußen im benutzen Sie eine Applikation WhatsApp. Ich kann diese Link per WhatsApp auch schicken. Nee, was ist denn das? Das ist ja abgefahren. Was kann man damit machen? Okay, wann haben Sie keine WhatsApp? Dann öffnen Sie irgendwelches Browser gerade. Zum Beispiel Google Chrome und ich werde buchstabiere
was Sie sollen auf dem Suchfeld schreiben, ja? Welche Name von dieser Seite? Ich habe keine Browser. Google Chrome. Wie bitte? Welche Browser? Google Chrome. Ach so, Sie meinen ein Internetfenster. Ich dachte, Browser hier zum Trick. Ja, Browser, genau. Ja. Aha, ich warte. Ja, ich mach auf. Und was muss ich denn jetzt machen? Schreiben Sie im Suchfeld. Ich werde buchstabieren. Ja. A wie Anton. Ja. N wie Notfall. Moment, nicht so schnell. Moment. Also ein A wie Anton. Und dann? A wie Anton, N wie Notfall. Moment. A wie Anton, N wie Notfall. Pol. Habe ich? Ja. Und jetzt? Nein, Sie sollen nur die erste Buchstabe schreiben, nicht ganzen Worten, ja? Ach so, ich dachte, ich soll das jetzt ausschreiben. Das müssen Sie ja sagen. Nein, Sie sollen... Ja, was muss ich denn sagen Sie nochmal? A wie Anton. Also nur das A. Ja, N wie Notfall. Ja. Y. Ja. D wie Dora. Ja. E wie Emily. Ja. S wie Sandra. Ja. K wie Kaufmann. .com. Ja. Und dann .com? Ja. .com am Ende, ja. So, was sehen Sie gerade? Moment. Mein Internet ist nicht so schnell. Kein Problem. Warten wir kurz. So, also Anton Nordpol Y Dora Emil Samuel Kaufmann Punkt Cäsar Otto Martha, ja? Ja, .com. Überhaupt es muss sein anydesk.com. Ja. So. Ja. Ja, und jetzt? Was macht man da? Ja. Was sehen Sie? Dort nur steht, jetzt herunterladen. Sehen Sie? Ja, in der Mitte. Ganz in der Mitte, da steht Windows. Aber da haben wir ein Problem. Hier steht für Windows Vista, für Windows 7, 8 und Windows 10. Aber 11 steht da nicht. Und 12 auch nicht. Okay, warten Sie ganz kurz da. Warten Sie ganz kurz, bitte. Ja. Okay, Herr Popper, haben Sie nicht gemacht? Was? Haben Sie geöffnet, diese Webseiten? Ja. Okay. Können Sie ein neues Fenster öffnen jetzt? Mein Fenster soll ich öffnen? Draußen ist ein bisschen dolle warm, um jetzt Fenster zu öffnen. Nee, öffnen Sie ein neues Fenster. Ich würde eine neue Seite buchstabieren jetzt. Ach so, Sie meinen am Computer. Sie meinen einen Tab. Es ist egal. Ja. Okay. Schreiben Sie bitte. Ja. Perry Paula. Ja. O wie Otto. Ja. R wie Rudolf. Nee. Ja, N wie Nordvoll. Ja. Und jetzt? H wie Heinrich. Ja, H wie Heinrich. Ja, das heißt aber H. Ja, H, genau. O wie Ulrich. Ja. Und B wie Barbara. B wie Barbara. Und dann? Ja. Herr Popper, Sie können hier viele, viele Informationen, viele Videos finden und dort können Sie viel Spaß auch machen. Wünsche ich Ihnen alles die Beste, ja? Können wir jetzt verabschieden uns. Ja, bis dann, du Betrüger. Vielen lieben Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn ihr mögt, dann lasst doch gern einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt und keine weiteren Videos mehr verpassen möchtet. Am besten gleich mit Klingelglöckchen, denn dann gibt's immer eine kleine Information, wenn wir etwas Neues auf dem Kanal haben. Wenn du magst, siehst du jetzt hier noch eine etwas größere Playlist mit einer riesengroßen Auswahl an weiteren Videos. Ich bedanke mich fürs Reinschauen. Die Welt ist böse, passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Thank you.